Special Session Nummer 2 wird bestritten von Dr. Tobias Blanke und von Dr. Heike Neuroth, wobei man mir gesagt hat, dass die Aufteilung so ist, dass Tobias Blanke den Vortrag, das Statement hält und Heike Neuroth für Fragen zur Verfügung steht. Tobias Blanke, Senior Lecturer am King's College in London, ist im Grunde genommen sowas wie die Idealqualifikation für Digital Humanities, denn er hat nicht nur einen PhD in Philosophie, sondern auch einen PhD in Computer Science und das ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang vorbildlich. Er ist, wie gesagt, seit 2007 am King's College in London, aber die Beziehungen zu Deutschland sind vergleichsweise intensiv. 2012 unter anderem Gastprofessur am Göttingen Center of Digital Humanities und auch sonst in engem Kontakt mit dieser deutschen Szenerie. Ich freue mich, dass du hier bist. Bevor du deinen Vortrag nun endlich halten darfst, Heike Neuroth, wenn ich Heike Neuroth wäre, würde ich es jetzt als Zumutung empfinden, wenn mich jemand noch vorstellen wollte. Wer Heike Neuroth in diesem Kreis nicht kennt mit dem, was sie ist und was sie tut, der hat irgendeinen Schuss nicht gehört oder ist im falschen Film oder beides. Man kennt sie und ich falle jetzt ein bisschen aus der Rolle, indem ich nicht nur zum Lebenslauf und Werdegang was sage, sondern auch einfach an dieser Stelle darauf hinweise, sie ist der Motor dieser Entwicklung, die wir heute, gestern und heute hier vorgestellt bekommen haben. Ohne Heike Neuroth wären viele Dinge, die wir hier im Entwicklungsstadium und auch schon auf sehr gutem Wege finden, nicht so weit gediehen. Also insofern Vorstellung völlig überflüssig. Trotzdem zwei Informationen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Das erste ist, Heike Neuroth ist als besondere Förderin der Geisteswissenschaften Geologin. Das erinnert mich an Erfahrungen, die ich in der Volkswagen Stiftung gemacht habe, dass die intensiven Förderer der Geisteswissenschaften keineswegs immer die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler waren, man könnte sagen fast im Gegenteil, sondern vor allen Dingen auch und gerade Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, und Heike Neuroth ist dafür ein exzellentes Beispiel. Zweite Information, vielleicht schon durchgesickert, aber dann noch einmal an dieser Stelle ganz offiziell. Am 1. April wird sie ihren Standort Göttingen verlassen und an die Fachhochschule Potsdam als W3-Professorin für Bibliothekswissenschaft gehen. Das bedeuten zwei weinende Augen für die SUB, würde ich mal annehmen. Mein Namensvetter ist weg, aber der würde das wohl bestätigen. Und mindestens zwei lachende Augen für die, für die Fachhochschule Potsdam und ich weiß nicht, irgendwas zwischen 1,5 und 1,9 lachende Augen für Heike Neuroth, denn ich denke mal, mit einer gewissen Wehmut ist dieser Wechsel auch verbunden. Soweit zur Vorstellung. Lessons learned, Digital Humanities in Europa. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag und auf das, was Heike zu Fragen eventuell dann an Antworten gibt. Schönen Dank erstmal. Danke. Vielen Dank. So, ich bin eben Tobias Blanke, wie schon vorgestellt. Ich arbeite am Department of Digital Humanities am King's College London. Aber das ist vielleicht nicht der wesentliche Grund, warum ich heute hier bin, sondern weil ich auch eine der drei Direktoren von DARIA-EU bin seit November. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, heute hier sprechen zu können, eingeladen von Heike, der berühmten Heike, und Miriam, ja, die sollte man auch noch erwähnen. Und die haben mich gefragt, ein bisschen über DARIA zu reden, aber auch im Allgemeinen über Digital Humanities in Europa. Und das will ich auch gerne tun, weil es uns natürlich sehr gut geht. Ja, wir haben Geld, würde ich mal sagen, wir haben neue Zentren und wir haben auch, wie das heute schon mehrmals gesagt wurde und auch gestern, jede Menge neue akademische Positionen.
Wenn man sich diese Karte vom CenterNet mal anschaut, dann kann man sehen, dass diese Vorherrschaft, die es mal gegeben hat zwischen Großbritannien und den USA in Sachen Diplomatie-Zentren eben jetzt nicht mehr der Fall ist und es in ganz Europa diese spezifische Organisationsform von Diplomatie-Zentren gibt. Für diejenigen von Ihnen, die davon noch nicht gehört haben, Diplomatie-Zentren sind eben die Zusammenkunft von allen, die interessiert sind an Diplomatie-Zentren innerhalb einer bestimmten Universität oft. Und wir können die jetzt komplett über die gesamten europäischen Mitgliedsländer verteilt entdecken. Und dann sozusagen in Sachen Geld, rede ich jetzt mal von dem Office of Digital Humanities, NEH, das ja heute auch schon erwähnt worden ist, dessen jährliches Budget, wie Brad Bobby immer sagt, besteht aus legendären 4,25 Millionen Dollar. Ja, und wenn man sich das mal mit den Projekten hier vergleicht, glaube ich, kann man sehen, wie verhältnismäßig viel Geld wir in Europa für unsere Projekte haben. Es gibt auch eine European Association of Digital Humanities, von der weiß ich jetzt nicht so viel, aber ich weiß zumindest, dass die schon älter ist als ich. Die gibt es schon seit 1973 in ihrer Vorgängerorganisation ALLC. Wovon ich mehr weiß, sind die nationalen Projekte, die es eben auch in Europa gibt, weil Europa eben aufgespalten ist in viele Nationalstaaten. Gibt es vor allem in den kleineren Ländern, sagen wir mal, und in den Ländern, die versuchen aufzuholen, intensive Bemühungen auf einer nationalen Ebene. Zum Beispiel wird nächste zwei Wochen, glaube ich, das Claria-Projekt in den Niederlanden gelauncht. Das ist 12 Millionen Euro für Claria und Clarion and Daria. Und das andere Bild stammt von einem italienischen Projekt, wo sie eine nationale Anstrengung unternehmen, Digital Humanities and Digital Culture Heritage zusammenzubringen, was natürlich dem spezifischen Interesse von Italien an Kulturobjekten entspricht. Schön zu sehen ist auch sozusagen nach jahrelangen Debatten gibt es jetzt endgültig Anerkennung, glaube ich, für die Alternativvorschläge für akademische Outputs. Auf der linken Seite sehen Sie einen wunderbaren Workshop, der stattgefunden hat in der Schweiz, über Software als akademischer Output und wie man das reviewen kann und peer-reviewen kann und dadurch auch Anerkennung bekommen kann. Und auf der rechten, kommt drauf an, auf Ihrer linken Seite, ist das eine Diskussion zwischen meinen Kollegen und Freunden Lorna Hughes und Simon Tanner über die gerade abgeschlossene Research Excellence Framework in Großbritannien und die Rolle der Digital Humanities hier. So, ich weiß das nicht, ob Sie das wissen über Großbritannien, aber wir haben eben zwei prinzipielle Arten der Forschungsunterstützung, zum einen Projekte, wie hier auch in Deutschland und im Rest der Welt. Und dann haben wir noch alle 7 Jahre eine grausame Evaluierung aller Forschungsoutputs in allen Disziplinen, die miteinander verglichen werden. Das ist eben das Research Excellence Framework. Das war in 2014. Und Lorna und Simon haben eben diskutiert, wie gerade die alternativen Publikationsformen der Digital Humanities nicht nur in dem Panel, das sich unter anderem auch mit den Digital Humanities beschäftigt hat, sondern auch in Panels wie Geschichte oder Englisch als besonders wertvoll eingestuft wurden. Ja, das ist also wirklich ein großer Unterschied zu vor 7 Jahren, als eben die Online Critical Edition eher nicht so groß eingeschätzt wurde. Das wurde auch schon mehrmals gesagt, es gibt nicht nur Arbeit und Jobs für jedermann in Digital Humanities, sondern auch jede Menge Professorentitel. Wie auch immer, kein Pointer. Links oben, von mir aus gesehen, das ist eine Diskussion, das ist eine Vorstellung der Lancaster University, 50-jähriges Bestehen, Lancaster University, die arbeiten viel an Geodaten. Und Lancaster University hat sich eben entschieden, in 2 Assistant Professorships, Lectureships zu investieren, in Digital Humanities, in dem Bewusstsein, dass das eben die Zukunft dieser Universität sein wird. Dann unten sehen Sie Göttingen und Köln als Beispiel in Deutschland. 3 Professoren, die eben wesentlich die Digital Humanities Zentren in diesen Städten organisieren sollen. Und dann ganz neu, seit letzter Woche haben wir auch in Großbritannien 2 Full Professorships, sollten Sie sich dafür interessieren. Zum einen in Newcastle, das wird Ihnen vielleicht nicht so ein Begriff sein, aber das war ein großer Hub in dem E-Science Community und auch nachher in Digital Economy Programm der EPSRC. Es ist deswegen schon interessant. Und dann jetzt ganz neu, Hattie, das kennen Sie vielleicht als eines der hervorstechendsten Digital Humanities Zentren, sucht im Prinzip nach einem Direktor von Hattie und wird den im März shortlisten.
Dann sozusagen kommt es natürlich dazu, dass sich dann Leute fragen, und das wurde ja auch schon mehrmals diskutiert, okay, es gibt Jobs, es gibt Projekte, es gibt Geld, aber ist das nicht alles eine Bubble? Und ich weiß natürlich nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Großbritannien und in den USA gibt es eben prinzipielle Diskussionsforen für diese Higher Education, zum Beispiel Times Higher Education in Großbritannien. Und hier wird gerne mal über die Bubble der Digital Humanities diskutiert, vor allem von jemandem, der heißt Matthias Reiß. Und es gibt hier im Prinzip immer zwei verschiedene, sagen wir mal, Angriffspunkte gegen die Digital Humanities. Der erste, wurde auch schon genannt, ist, dass die Digital Humanities ein erneuter Versuch sind, durch die Naturwissenschaften die Geisteswissenschaften zu übernehmen und auch Teil der neoliberalen Agenda, die Universitäten in Examenschulen umzuformulieren. Das ist ein bisschen radikal, aber was sicherlich richtig ist, ist die zweite Kritik, glaube ich, wo es eben darum geht, dass die Frage ist, was denn eigentlich genau sozusagen die Outputs sind von Digital Humanities nach dem ganzen Geld, das darin investiert worden ist und wo auch die grundlegende Transformation der wesentlichen Disziplinen, die sich mit den Digital Humanities beschäftigen, wo die denn geblieben ist eigentlich. Und das ist wirklich etwas, das kam ja auch gestern durch, wo wir viel besser argumentieren müssen, glaube ich, wenn Digital Humanities eben nicht nur eine Episode sein soll. Nun glaube ich, können wir das in Europa, ja, weil wir in Europa bestimmte Sachen haben, die wir sonst nicht machen könnten. Ja, ohne Digital Humanities gäbe es, glaube ich, in Europa kein Transnational Research, und den will ich jetzt vorstellen, zumindest nicht auf derselben Ebene. Und dann wurde ja, hat Manfred auch schon eingeführt, was auch noch besonders in Europa ist, wir haben jede Menge Quellen, Sources, die auch immer mehr digitalisiert werden, und es gibt eben keinen anderen Zugang zu diesen digitalisierten Sources, jenseits von digitalen Methoden, besonders wenn die in den Bereich von Big Data abdriften. Und ich kann dafür natürlich erstmal über ein bestimmtes Projekt reden. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich damit auseinandersetzen. Und dieses Projekt ist natürlich Daria, weil ich einer der Direktoren von Daria bin. Daria, so dass Sie, wissen Sie das vielleicht nicht, das gibt es schon seit Mitte 2000, so lange kennen uns Heike und ich auch schon, und hat sich eben von Anfang an auf die Digital Humanities bezogen, als sozusagen Grundlage des Zusammenarbeitens. Und die von Anfang an, Daria war immer darauf ausgelegt, dieses Digital Humanities Wissen in Europa über Nationalgrenzen hinaus zu teilen und miteinander aufzubauen. Das war immer die Aufgabe von Daria. Natürlich, Faser Busa muss ja auch immer herhalten, haben wir auch eine europäische Tradition, auf die wir uns in Daria dann berufen können. Aber wir sind uns auch bewusst über die ganzen Probleme, die ja auch mehrmals angesprochen wurden in dieser Konferenz, dass Digital Humanities zum einen im Wesentlichen in Projekten organisiert ist und wenn man sich das auf einer europäischen Ebene anschaut, natürlich noch einmal Projekte in Nationalstaaten. Ja, also es ist sehr verteilt und sehr zersplittert. Deswegen haben sich diese Nationalstaaten eben zusammengefügt in Daria und wollen gemeinsam Digital Humanities aufbauen. Das heißt zum einen, dass sie alle sich dazu verpflichten, eine nationale Digital Humanities-Initiative auszugestalten, wie immer die aussehen mag. Und zum anderen, sobald das dann geschehen ist, werden diese Resultate der Digital Humanities-Initiativen in den einzelnen Nationalstaaten auch gemeinsam skaliert und auf eine europäische Ebene hochgebracht. Im Augenblick hat Daria 15 Mitglieder, damit ist es auch im Verhältnis zu den Naturwissenschaften eine der größten vergleichbaren Organisationsformen, die wurde ja gestern schon angesprochen, das heißt ERIC, und wir sind auch ziemlich zuversichtlich, dass es nochmal 2 bis 3 weitere Mitgliedsländer in den nächsten 1 bis 2 Jahren gibt, zum Beispiel Polen habe ich heute diskutiert und dann wurde ich auch nach der Schweiz gefragt und dann gibt es noch hoffentlich in Südeuropa mehrere Beitrittskandidaten. Das ist also sozusagen das eine Ziel von Daria. Das andere Ziel von Daria war eben, dieses Bewusstsein zu stärken, dass es so etwas wie transnationale Forschung geben muss in Europa und das auch zu ermöglichen. Und das haben wir sehr erfolgreich getan in den letzten 4 Jahren, vor allem im Zusammenhang des sogenannten Research Infrastructure Programs in FP7 und auch in Horizon 2020. Nun sollte man dazu sagen, dass in Horizon 2020, und das ist ganz interessant im Sinne der Diskussion, wie weit Research Infrastructures Research ist, diese Research Infrastructures aufgewertet worden sind und jetzt Teil des Excellent Science Clusters sind. Das heißt, also hier geht es wirklich um pure Forschung,
Und die anderen beiden Mitglieder, um das mal darzustellen, in diesem Excellent Science Cluster, sind die ERC, die European Research Councils, und die Marie Curie. Also beides die Flaggschiff-Projekte der Europäischen Union. Und ich glaube, daran kann man sehen, wie viel die Europäische Union eben in diese Research Infrastructures investieren möchte. In FP7 haben wir das erfolgreich angefangen, eben diese transnationalen Forschung zu unterstützen mit verschiedenen Domain-Infrastrukturen, wie das so schön in der alten Sprache von e-Science hieß. Da war zum Beispiel Ariadne, das wurde ja gestern schon diskutiert. Ariadne beschäftigt sich mit archäologischen Daten und natürlich kann man sich über das römische Imperium nicht forschen, wenn man sich nur auf Deutschland oder sogar nur auf Italien beschränkt. Das geht einfach nicht. Dann gab es noch IRI und Sendari. IRI, da ging es um Holocaust-Daten, Holocaust-Archivmaterial, und Sendari, da geht es um Medieval und First World War, wobei niemand so genau weiß, warum die beiden zusammengefügt worden sind. Das ist eine Europäische Union-Entscheidung gewesen. Und beide eben kümmern sich um Archivforschung im transnationalen Kontext. Und dann gab es noch ein Projekt, das sollte man auch nochmal erwähnen, das ist auch eine aufregende neue Entwicklung, glaube ich, da im Bereich der Heritage Science, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Das hieß Charisma, also im Prinzip geht es hier um Zugang zu großen naturwissenschaftlichen Instrumenten, um Kulturobjekte zu begutachten. Außerdem hat Daria verschiedene andere Kollaborationen gehabt, natürlich mit Social Science Humanities Infrastrukturen, wie zum Beispiel Clarin, das Sie bestimmt kennen, aber auch Europeana, das ja heute auch schon erwähnt wurde, in verschiedenen anderen Projekten. Was haben wir davon gehabt? Ich glaube, wir haben davon gehabt, dass wir uns komplett neu umorientieren konnten und eben uns auf Quellenarbeit fokussieren konnten. Und jetzt können Sie da rechts oben, können Sie mich sehen, ja, wie ich da zusammensitze mit der Koordinatorin von IRI, die Connie Christel, und auch der gesamten Führungsspitze, zumindest in Europa, des US Holocaust Memorial Museums, eben im Zusammenhang der Holocaust-Forschung. Und im Hintergrund können Sie auch noch Heim Gärtner durchs Bild gehen sehen. Der ist der Direktor des Archivs in Yad Vashem. Und in Italien haben wir komplett eine Daria-Initiative aufgesetzt, auf der Basis eben dieser Kollaboration mit diesen Domain-Infrastrukturen und deren Zugang zu den Daten. Die beiden Koordinatoren von Charisma und Ariadne sind eben die Leiter von Daria Italien. Jetzt kann ich hier noch ganz frech von der Print, obwohl ich das eigentlich nicht sagen darf, weil die Europäische Union es nicht möchte, dass wir das verkünden. Diese Zusammenarbeit wird sich fortsetzen in Horizon 2020. Ja, das sind ja die ersten Calls, waren gerade draußen. Und sowohl Charisma als auch IRI haben Extension Funding bekommen, also weitere 4 Jahre, jeweils 8 Millionen €. Charisma heißt jetzt Hyperion und IRI bleibt IRI. So, und sonst ändert sich nichts. Außerdem haben wir nochmal einen Cluster-Grant mit unseren Freunden von Clarin und allen diesen anderen Infrastrukturen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Das heißt Parthenos. Da geht es eben um die Integration des Wissens in einem transnationalen europäischen Zusammenhang. Und wir sind auch involviert in neuen Projekten, wie zum Beispiel diese erste Infrastruktur, die sich mit Big Data and Social Media Data in Born Digital Material auseinandersetzen wird, die hoffentlich noch dieses Jahr auch verkündigt wird. So, deswegen hoffe ich Ihnen dargestellt zu haben, dass es uns sehr gut geht in Europa. Ja, was sich wirklich verändert hat in den 7 Jahren oder 8 Jahren, die ich das jetzt mache, gibt es wirklich eine Anerkennung in der Akademie. Ich nehme an, das ist dasselbe in Deutschland, aber ganz klar in Großbritannien, bei allen Problemen, die sich immer um, was ja heute Morgen in der Keynote auch nochmal dargestellt wurde, um die Frage Service oder Research artikulieren, gibt es jetzt ganz klar eine Anerkennung für die spezifische Forschungsrichtung Digital Humanities. Es gibt jede Menge Jobs, ja, und auch wirklich hochkarätige Jobs, aber natürlich gibt es hier auch eine Bubble. Und wenn man sich diese Jobs mal genauer anschaut, was ja auch heute schon geschehen ist, sind die ein wenig ungewöhnlich im akademischen Zusammenhang, weil die nämlich nicht nur die eigene Forschung des sozusagen Professors, der da eben kommen soll, betonen, sondern auch Facilitating Project. Ja? Also diese Leute sollen immer etwas aufbauen, nicht nur für ihre eigene Forschung, sondern auch für die andere Forschung von anderen. Was man, glaube ich, so in einer Professur für andere Disziplinen, glaube ich, erstmal nicht findet. Und ich glaube sozusagen mit dieser Umorientierung, die wir
durchgeführt haben in DARIA und anderen Projekten in transnationalen Research, der eben nur möglich ist mit Digital Humanities Tools und Services, haben wir auch eine spezifische Antwort gefunden auf die Frage, was sind denn eigentlich die Dinge, die man mit Digital Humanities machen kann, die man aber vorher hätte nicht machen können. So, das ist es von mir. Und, ach, ich habe auch noch eine kurze Anmerkung. Das ist immer die Frage der Stage of Digital Humanities. Peter Robinson, die Sie einige von Ihnen ja bestimmt kennen, der hat vor kurzem einen Book-Chapter geschrieben in diesem australischen Sammelband zu Digital Humanities, die Sie vielleicht gesehen haben, wo der ganz klar gesagt hat, wir sollten aufhören mit der Debatte über was Digital Humanities ist, weil nämlich die Welt selbst digital wird und mit ihr die Geisteswissenschaften. Und deswegen ist die Debatte so ein bisschen outdated. Vielen Dank.